Guten Abend, liebe Bocholter. Wir berichten live vom Großbrand in Barlo. Dort hat ein Heu- oder Strohlager gebrannt. Und zwar auf einem Bauernhof an der Winterswicker Straße, direkt oder fast an der holländischen Grenze. Zum Glück ist kein Mensch oder ein Tier zu Schaden gekommen. Die Rauchentwicklung war aber so gewaltig, dass die Feuerwehr gleich Sirenenalarm ausgelöst hat und mit jeder Menge Wagen dort angerückt ist. Ich schätze mal, dass das so ungefähr ein Dutzend Einsatzfahrzeuge waren, die dort im Einsatz waren. Die meisten von diesen Fahrzeugen konnten aber schon nach kurzer Zeit wieder abrücken, weil sich schnell herausstellte, dass es eben nur Stroh war, was da brannte. Der Bauer konnte zum Glück mit einem Radlager das Heu oder beziehungsweise das Stroh auseinanderziehen, sodass es die Löschkräfte einfacher hatten, dort an den Brandherd zu kommen. Das hat natürlich auch damit dazu beigetragen, dass das Feuer relativ schnell unter Kontrolle kam. Nichtsdestotrotz hat es noch einige Zeit gedauert oder es dauert immer noch an. Das ist immer natürlich schwer, die Glutnester alle zu löschen. Deswegen sind die Einsatzkräfte wahrscheinlich heute auch noch etwas länger dort im Einsatz. Zum Glück ist alles letztendlich gut ausgegangen. Sachschaden natürlich hoch. Wir werden morgen in die Details noch berichten. Bis dahin, einen schönen Abend. Kommt gut in den 1. Mai und vor allem bleibt gesund.